Hallo, hier ist wieder euer Jantje mit einer weiteren Pranayama und zwar Ujjayi. Ujjayi kann auch wieder im Stehen, im Sitzen oder im Liegen vorgenommen werden. Das Bewusstsein lenken wir während der Übung zu den, in die Schilddrüse, zu den Schilddrüsen. Einatmen, wieder wie bei der vollen Yogi-Atmung, nachdem wir vorher ganz ausgeatmet haben, wie bei jeder Atemübung, atmen wir bis 8 zählend ein, mit Bauchatmung, mittlerer und oberer Atmung. Dann machen wir eine Atempause von 4 bis 8 Herzschlägen und dann kommt die Ausatmung. Die unterscheidet sich jetzt von der normalen Ausatmung dadurch, dass wir bis 16 zählen, also nicht 8, sondern den Takt verdoppeln, bis 16 zählen, aber auch wieder von unten mit der Bauchatmung beginnen, Rippen und die obere Atmung, die Luft aus den Lungen gelassen, dabei bis 16 zählen und wir nehmen als Bremse für den Atem, nehmen wir den S-Laut, den Zischlaut S, also ein S und lassen so auf 16 zählend die Luft aus der Lunge. Ich mache es einmal vor. Wir setzen uns in eine richtige Position oder stellen uns hin. Wir können uns auch hinlegen. Ich setze mich einmal hin. Wir atmen aus. Einatmung auf 8. 4 bis 8 Herzschläge Atempause und Ausatmung wie bei der vollen Yogi-Atmung nur bis 16 zählen und mit dem S-Laut als Bremse. Okay. Gleich noch einmal. So, da hätten wir zweimal Ujjayi geübt. Im Allgemeinen sollte man eine Pranayama nicht öfter als 3, maximal 4 Mal hintereinander üben. Auch bei den Asanas gilt das 3 bis 4 Durchgänge einer Übung. Dann sollte man sich der nächsten Übung widmen. Und auch insgesamt nicht länger als 1 Stunde an einem Stück Yoga-Übung machen. Zu dieser Übung Ujjayi. Sie regt die Tätigkeit der Schilddrüse stark an. Es hat eine stark anspornende Wirkung. Man wird frisch im Geiste. Aber es sollten daher auch Menschen, die an zu starker Tätigkeit, an einer Überfunktion der Schilddrüse leiden, sollten diese Übung nicht pflegen. Oder auch Menschen mit zu hohem Blutdruck sollten sehr vorsichtig sein oder diese Übung gar nicht machen. Notfalls immer Rücksprache mit dem Arzt, wenn Übungen schwierig sind, vorher mit dem behandelnden Arzt bei gesundheitlichen Problemen absichern lassen. Nicht? Manche Übungen sind nicht ohne. Gut, auch wenn sie manchmal sehr einfach und leicht scheinen.
Gut, das war Ujjayi. Wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Euer Janja.